Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, wir haben uns ja jetzt ein bisschen ausgerüstet. Und ich denke mal, dass wir jetzt quasi einmal den Greifer rausfordern. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit Wesemir an zu reden. Aber ich glaube, wir sollten vorher eigentlich nochmal, bevor ich das tue, wenigstens die Tränke nochmal vollfüllen, ne? Ich glaube, besser wär's. Meditation. Reicht das auch, wenn ich jetzt nur ein bisschen meditiere? Also nicht wirklich viel? Okay. Wurde auch alles wieder voll gemacht. Gut, das reicht auch aus. Na denn, können wir doch jetzt einmal zu Wesemir uns teleportieren lassen oder fast teleportieren lassen. Und alle Effekte sind weg, weil das langzeitlich schlecht gesehen ist. Na gut. Ärmlich, finster und übel riechend. Dann können wir mal gucken, dass wir... Na, Wesemir steht ja hier direkt vor uns. Weil wir jetzt sowieso alle Effekte verloren haben. Was ist das? Satteltaschen, das haben wir gar nicht ausgerüstet. Und der Sattel, der ist nochmal zusätzlich hier. Jetzt haben wir mehr. Ich wusste doch, ich habe das irgendwo gesehen. Jetzt sind wir mal wieder zu blind. Noch ein bisschen zu viele Eindrücke hier. Na gut, reden wir jetzt erstmal mit ihm. Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Okay, bereite dich auf den Kampf gegen den Greif vor. Indem du den Trank Donner herstellst. Okay, Alchemiefenster. Zum Herstellen Gegenstände benötigst du richtige Zutaten. Beschreibung. Kategorien unterteilt. Auf das Rezept Donner. Ach! Und wir haben auch alles gleich vorhanden. Wunderbar. Na denn, stellen wir den Trank Donner her. Verwende Bild oben oder drücke Pfeil, um das Inventar zu öffnen. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten und musst ihn verwenden willst. Ja, das kennen wir doch schon alles. Also, na, das ist doch kein Problem. Was macht denn jetzt Donne überhaupt? Wirkungsdauer 30 Sekunden. Angriffskraft. Ah. Einfach mal ein Boost. Ja, sehr schön. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke R, um den Trank zum ersten Platz zu aktivieren. Oder F, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Okay.
Gut. Ja. Haben wir gerade frisch gekriegt, das Rezept. Und schon können wir es. Wir haben hier hinten doch aber auch noch eine Schmiede. Das heißt, da könnten wir doch rein theoretisch... Sind ja eigentlich noch weitere... Ach, jetzt sind hier noch weitere Aushänger. Da sollten wir vielleicht nochmal gucken. Aber ich habe gesagt, wir machen jetzt erstmal den Greifen. Ich hoffe, wir dürfen das nochmal machen. Ist hier nicht... Jetzt ist nur das Schmiedzeichen. Ich sehe hier den... Da. Wesen sie Waffe schärfen. So, finde Wesimir. Oder machen wir jetzt doch nochmal... Naja, das können wir später immer noch machen. Machen wir erstmal das mit dem Greifen. Müssen ja, denke ich, mal danach dann nochmal Bericht erstatten. Das heißt, ich werde auch nochmal... Jetzt weiß ich, was ich vorhin wollte. Auf, nee, nicht Quest, Charakter. Wir werden nochmal gucken, dass wir jetzt den einen Punkt, den wir jetzt noch hier haben, mit in den Trank hineinversetzen. So. Weil unsere Tränke halten jetzt 25% länger und erhöht die Überdosis-Stellenwert auf 75%. Her, Igloir. Können wir hier nicht einfach rüberschwimmen? Wäre das nicht einfacher sogar? Als jetzt hier einmal außen rum zu rennen. Weil so weit scheint das doch hier nicht weg zu sein. Da ist er doch schon. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Ja? Los! Auf sie! Vorsicht! Sturzflug! Wähle die Armbrust mit aus und aktiviere sie. Okay. Haben wir. Drücke mittlere, um Armbrustbolzen zu verschießen. Wow. Cool. Okay, aber ich sollte erstmal ein bisschen was versuchen zu halten. Na, ich treffe ihn nicht. Jetzt. Er will noch mal. Au. Oh, verdammt. Der ist schnell. Ja, natürlich ist er schnell. Au. Aber er scheint sich auf mich zu fokussieren.
Okay. Lass mal rohes Fleisch. Das Schwalbe nochmal aktivieren. Ich muss auf mein Giftlevel achten. Lass ihn nicht entwischen! Das Ziel kannst du nicht angreifen. Okay. Rennen wir mal hinterher. Wenn du deine Hexersinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte gedrückt, um deine Sinne zu schärfen und Ursprung entfernter Geräusche zu bestimmen. Okay. Oh, hier hätten wir ein gut was noch zum Zeug passt hier. So, einmal hoch hier. Nee, nee, nee. Komm her, hier. So, jetzt. Aber, aua. Na, komm. So, gib nochmal einen auf Näschen. Okay, kritischer Schaden. Nochmal. Das macht irgendwie voll Laune. Oh. Na, kommst du? Erwischt. Hoppala. Gut, das war der Königsgreif. Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Nimm die Trophäe. Achso, hier. Greifenfedern, Greifenei, rohes Fleisch und Greifentrophäe. Gut, die Bestie von Weißgarden. So, jetzt könnten wir uns schon die Belohnung abholen. Schneller. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal hier schnell zur Mühle rüber. Langsamer. Wir dürfen uns den ja jetzt hier einfach mal... vielleicht doch nochmal mit einem kleinen zwei Questen hier anfreunden. Hoffe ich mal. Hoppala, ich wollte dich jetzt nicht hauen. Das war jetzt einfach nur Reflex. Und ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Doch, gar nichts ist mit meinem Gesicht passiert. So, dann gehen wir nämlich nochmal zur Anschlagstafel, weil diese hat sich auch wieder aufgefüllt. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll und am Morgen hat er die Hose voll. Okay. Elin Gull... Was? Art Finn Esna. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit den Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Okay. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Peter Saar Gwynlaive
zum Thema der Gesatzung sprechen zu hören, welche zu Befehl unseres allmächtigsten Herrschers im hier warm im Reis alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner der von Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das Nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch eure Verpflichtung auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euch finsteres Zeitalter bald ein strahlender neuen Ära weichen. Zusatzration. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Sir Gwynlaive sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre Emhyr van Emrys, Dwayne Adam Yin Khan Aheb Morwood dienen zu dürfen der größte Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Okay, gut. Doch keine Quest, so wie ich es jetzt gedacht hatte. Aber nicht weiter schlimm. Wir können ja jetzt nochmal zurücklaufen. Wer hat dir das beigebracht? Shetty. Ja, Shetty hat das beigebracht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, Stufe 4 haben wir jetzt noch nicht mal erreicht. Schade. Ich hätte ja gerne die epische Rüstung von ihm gehabt, aber mal gucken. Wir müssen also sowieso erstmal unsere Belohnung jetzt einfordern. Das heißt, jetzt laufen wir hier erstmal hoch und sagen guten Tag. Echter Wedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ähm...
Dialog, zeitbeschränkte Option. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Okay. Wow, das geht aber recht schnell runter. Na gut, nehmen wir an. Oh Mann. 150 Kronen. Ich weiß nicht, dürfen wir da einfach reingehen? Ich glaube nicht. Gegen die Nilfgaarder haben wir noch keine Chance. Bitte bereite dich mit Vesemir auf den Aufbruch nach Weißgarten vor. Achso, ich laufe jetzt schon wieder verkehrt. Ah ne, doch. Hier war doch der Schnellreisepunkt. Ja, Stufe 4 haben wir leider nicht erreicht. Da hätten wir hier noch ordentlich was schlachten müssen, glaube ich. Na gut. Dann einmal zur Klagebrücke wieder runter. Und auf zu Vesemir. Ich hoffe, das ist jetzt keine Schande, dass ich jetzt die ganze Rüstung da nicht mitnehme. Aber schauen wir mal. Yennefer ist in Vesemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Zu spät. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Okay. Einsatz, Leute, Einsatz! So, Igni auswählen. Na. Dann wollen wir doch mal. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die Schlägerei haben wir nicht angefangen.
Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz... Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima.
Das muss reichen. Du meinst, es kümmert M hier, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Okay, kleide dich an und sprich mit den Kamera. Wir können uns ein Gewand aussuchen, aber bevor wir das machen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.